Axel Voss, Mitglied des Europäischen Parlaments, seit 2009 CDU-Mitglied, also CDU-Abgeordneter in der EVP-Fraktion der Europäischen Volksparteien im Europäischen Parlament. Sie stellen sich auch nach der zweiten Legislaturperiode nochmal zur Wahl. Vielleicht mal ganz kurz so Ihren politischen Werdegang. Ja, ich bin 1996, glaube ich, in die Bonner CDU eingetreten, aus der Motivation heraus, dass man nicht immer nur von außen meckern kann, sondern auch was tun muss, und habe dann zunächst einmal in so Arbeitskreisen europäische Politik und Außen- und Sicherheitspolitik mitgewirkt. Und 2004 war dann eine Situation nach der Kommunalwahl, wo es dann die Möglichkeit gab, auch für den Bonner Kreisvorsitz entsprechend zu kandidieren. Das habe ich dann gemacht, habe das gewonnen, und dadurch, dass ich immer eigentlich diesen Stempel Europa auf meiner Stirn hatte, war dann nachher, als 2008 meine Vorgängerin im Europäischen Parlament gesagt hatte, sie wollte aufhören, habe ich dann mich dafür interessiert, und nach den internen Auseinandersetzungen, die dann immer auch mit dazugehören, habe ich dann es geschafft, als Kandidat auf die Liste zu kommen und dann auch ins Parlament gewählt zu werden. Ich glaube, in Ihrer juristischen Ausbildung war auch Europarecht, glaube ich, auch schon eines Ihrer Schwerpunktthemen. Also da gab es auch schon so einen Wink sozusagen in Richtung Europaparlament. Sie sind seit 2009 dabei, das heißt die zweite Legislaturperiode. Seit 2014 hat sich auch was geändert im Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament hat mehr Rechte bekommen, wählt zum Beispiel auch den Kommissionspräsidenten selbst. Ist das gut für ein Euro, oder wie schätzen Sie das als Europaabgeordnete? Fühlen Sie sich noch mehr wahrgenommen auch als Europaabgeordneter? So ist es richtig rum. Ja, wir fühlen uns mehr wahrgenommen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es dennoch nicht weit genug verbreitet, dass das Europäische Parlament eigentlich bis zu 80% der nationalen Gesetzgebung auslöst. Und wir hatten mit dem Lissabonner Vertrag, und das geht schon auf 2009 zurück, eigentlich damals schon ja die Möglichkeit, in dem Innenbereich nun auch mitsprechen zu können. Und das war, weil ich auch in dem Ausschuss dann saß, für mich natürlich schon ein erhebendes Gefühl, einfach diese Entwicklung mitmachen zu können. 2014 kam dann die Situation mit dem sogenannten Spitzenkandidat dazu, und auch das durchaus ein Punkt, der nochmal das Parlament auch in seiner demokratischen Legitimation besser unterstützt. Es ist ja immer umstritten, weil der ein oder andere Staatschef eigentlich nicht diesen großen Parteienfamilien angehören und deshalb da auch gar nicht so richtig mitsprechen kann. Gleichwohl hat es 2014 funktioniert, und ich hoffe, dass es auch jetzt 2019 funktionieren wird. Die EVP und Sie selbst, würden Sie sagen, dass Sie gerne auch noch eine Gesetzesinitiative haben würden als Parlament? Also, dass das Parlament, weil das geht ja im Moment noch nicht, sondern die Europäische Kommission schlägt Gesetze vor. Sie beraten die, sind also natürlich schon in dem Gesetzgebungsverfahren mit drin, aber würden Sie sich das wünschen, auch als EVP? Also das in jedem Fall. Unser Landtag in Düsseldorf oder Bundestag in Berlin, die haben dieses Initiativrecht. Wir können zwar auch Initiativen starten, aber die haben im Grunde keine wirkliche Bindungskraft gegenüber der Kommission, dass dann auch was vorgelegt wird. Und von daher wäre das schon schön, auch aus der Mitte des Parlaments heraus hier etwas initiieren zu können. Ich setze sehr stark darauf, unser EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber hat schon Andeutungen in diese Richtung gemacht, weil er eben aus dem Parlament kommt. Und das ist ein Riesenplus, wenn er denn nachher auch Kommissionspräsident werden würde, dass er genau weiß, wie das bei uns abläuft und auch das akzeptieren würde, wenn wir etwas initiieren, dass dann auch die Kommission entsprechend tätig werden würde. Und das wäre natürlich schon mal ein Riesengewinn, auch wenn es dann sozusagen unter dem Goodwill und nicht unter den Verfahrensvorschriften so verankert wäre. Aber da, glaube ich, hätten wir schon mal wieder einen guten Schritt geschafft, um uns noch mehr auch in diese politischen Debatten einzufügen, in denen wir manchmal vielleicht dann erst später reinkommen, weil die Kommission als Initiator oftmals natürlich für sich mit den entsprechenden Vorgaben was herausgibt, wo man dann eigentlich sagen kann, es wäre schöner, wenn wir da noch mehr Einfluss hätten, schon am Beginn dieses Prozesses. Mhm.
Wie muss ich mir denn so einen Alltag eines Europaparlamentariers vorstellen? Zwischen Brüssel, Straßburg, dann sind Sie ja in Köln und Bonn auch zu Hause. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie immer unterwegs und nur per Skype zu erreichen? Oder ist ja nicht ganz so einfach, diese ganz vielen Orte auch miteinander zu koordinieren? Wenn man aus dem Rheinland kommt, sitzt man in der Tat in der Mitte Europas und hat es gar nicht so schwer wie andere, die aus Süditalien, Nordfinnland oder wo auch immer anreisen müssen. Ich wohne jetzt in Bonn und von daher ist es an sich eben für mich nach Brüssel, sind es vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Haustür zu Haustür 3 Stunden, nach Straßburg 3,5 Stunden. Also ich kann mich oder darf mich da eigentlich nicht beschweren. Nur der ganz normale Alltag ist so, dass wir eigentlich montags morgens, in meinem Fall jetzt das Rheinland, verlassen, nach Brüssel oder Straßburg kommen, dort bis donnerstags nachmittags oder manchmal abends dann dort auch beschäftigt sind, und Freitag, Samstag, Sonntag ist man dann wieder in seinem Wahlkreis und läuft aber denn dort auch rum, weil es auch für die eigene Parteienfamilie schwierig ist, ja immer diesen Kontakt zu halten, dass wir dann versuchen, Freitag, Samstag, Sonntag auch das, was möglich ist, dort möglich zu machen, an Kontakten in die Parteienfamilie, in die Bevölkerung hinein, bei den Veranstaltungen. Und das, glaube ich schon, ist insofern intensiver, als das bei den Kollegen von Landtag und Bundestag ist. Wir haben in der Regel im Jahr 40 bis 42 Sitzungswochen, im Vergleich die Bundestagskollegen 22 bis 25 Sitzungswochen. Also das heißt, wir haben viel, viel weniger Zeit, um uns auch vor Ort einbringen zu können. Und auf der anderen Seite ist unser Gebiet, was wir betreuen, bei mir in meinem Fall 8,5 Mal größer als der Bundestagskollege das hat. Und von daher ist das natürlich ein ewiger Kampf, überhaupt bekannt zu sein, bekannt zu werden oder wahrgenommen zu werden. Und das ist das, was das Geschäft eigentlich sehr schwierig macht. Viele, die denn auch selbst in der eigenen Parteienfamilie dann sagen, oh, wir haben den so selten gesehen. Ja, es ist leider nicht anders. Wir haben nur eigentlich, wenn Sie so wollen, abzüglich auch noch der Parlamentsferien, vielleicht nur im Grunde 6, 7 Wochen, die wir vor Ort sein können in Gänze, und ansonsten immer nur am Wochenende. Ist es denn vor dem Hintergrund von Antieuropäern und auch Populisten schwieriger geworden, wenn man auf Bürger trifft, als Abgeordneter des Europäischen Parlaments, Europa zu vermitteln? Also das ist es. Ich hätte mir vor 10 Jahren nie erträumen lassen, dass man nochmal so an die Fundamente einer Europäischen Union herangehen muss, um zu sagen, was wir eigentlich hier für einen Wert geschaffen haben mit der Europäischen Union. Das gilt auch mittlerweile für unsere demokratischen Strukturen. Auch da ist durch die Selbstverständlichkeit der Wahrnehmung, dass man immer in einer Demokratie lebt, immer in einem Europa lebt, dass man hier jetzt, dass es sich gerade vielleicht gerade so kippt in eine Richtung, wo man sagen kann, ich pflege das nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr wertzuschätzen, was ich dort habe. Und damit beginnt sozusagen eine Phase der Zerstörung dieses Fundaments. Und dagegen müssen wir ankämpfen. Ich bin jetzt 10 Jahre dabei oder 2. Legislaturperiode, und wir sind natürlich von einer Herausforderung in die andere gekommen und haben so eine Fülle von Aufgaben, die wir erledigen müssen, was natürlich den Bürger auch beunruhigt, weil sich so viele Veränderungen ergeben und auch ergeben müssen, zwangsläufig. Und da kommen dann die Populisten, die Nationalisten ins Spiel, die meinen, sie könnten diese sehr komplexen Zusammenhänge durch einfache Lösungen irgendwie lösen und bieten dann irgendwelche Ideen an, die aber natürlich in der Zukunft nicht funktionieren werden. Nur man kann es nicht antesten. Deshalb müssen wir von vornherein sagen, diese Ideen, sich nur auf den nationalen Blick zu versteifen, ist ein falscher. Und ich hoffe, dass wir das deutlich machen können, wenn wir Themen haben wie die Digitalisierung, das können wir nicht national mehr beantworten. Die Frage auch des militärischen Zusammenkommens, auch da können wir Effizienzgewinne erzielen, wenn wir das zusammen machen würden. Klima, Umweltschutz, die hohen Standards im
Arbeitsschutz, im Gesundheitsbereich, das können wir uns alles nur erlauben, weil wir eine Gemeinschaft sind. Und da darf man sich nicht darüber enttäuschen, dass ein einzelnes Mitgliedsland das heute so noch machen würde, weil die Wettbewerbsbedingungen ansonsten gegenüber den anderen sich verschlechtern würden. Deshalb geht das nur zusammen. Und darüber hinaus müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, wollen wir als Europäer noch eine Bedeutung in der Welt haben? Wollen wir eine Rolle spielen? Wollen wir unsere Werte auch noch verteidigen? Dann müssen wir uns auch gemeinschaftlich dazu aufstellen. Und dann brauchen wir eine gemeinschaftliche Außenpolitik, vielleicht einen gemeinschaftlichen Außengrenzschutz. Und bis hin auch zu Steuerüberlegungen, die man auch dort mit einbeziehen muss, insbesondere für die international agierenden Firmen. Und es geht so weiter, die Energiegewinnung, auch da eine Frage, wenn wir das besser europäisieren könnten und nebenbei bemerkt, das sind alles nationale Zuständigkeiten. Auch die Migrationsfrage im Übrigen ist eine nationale Zuständigkeit. Wenn wir das alles mehr europäisieren könnten, könnten wir uns viel effizienter aufstellen. Bloß mit den mittelalterlichen Strukturen, in denen wir uns im Moment befinden, wird das nicht hundertprozentig gut klappen. Ein Beispiel ist auch gerade 5G, was, glaube ich, sehr nahe an der Bevölkerung ist. Auch das wird wieder national geregelt, jetzt in Deutschland zumindest aktuell. Man diskutiert das ja sehr stark im Politischen, aber eigentlich müsste man es europäisch lösen. Ja. Oder sehe ich das falsch? Nein, völlig richtig. Gerade die Frage der Digitalisierung und der Möglichkeiten auch der Netze muss natürlich grenzübergreifend gemacht werden. Aber leider ist, ich würde mal sagen, die Bevölkerung und das Denken der Bevölkerung ist durchaus soweit. Aber die nationalen Politiker haben nicht den Mut, das sozusagen auch entsprechend umzusetzen in der Gesamtheit. Und da, glaube ich, brauchen wir ein bisschen mehr forscheren europäischen Geist. Wenn man da zurückschaut jetzt auf zwei Legislaturperioden, was würden Sie sagen, waren Ihre größten Erfolge? Tja, es ist immer die Frage, ob man das als Erfolg nachher so sehen kann. Was ich schon fand, und das war sehr, sehr mühsam, nach den drei Terroranschlägen, zwei in Paris, einer in Brüssel, dass wir es dann als Parlament doch hinbekommen haben, die sogenannten Fluggastdaten entsprechend auch aufzunehmen in einer Art und Weise, dass man daraus auch Erkenntnisse zielen kann. Und das wird jetzt aufgebaut weiter. Die Umsetzungsphase, meine ich, müsste eigentlich jetzt vorbei sein. Das empfinde ich schon als große Genugtuung. Wir müssten eigentlich in dieser Art und Weise viel mehr machen noch. Das finde ich dann immer wieder schade, dass wir auch da eigentlich nicht das Notwendige tun, genügend. Hinsichtlich des Datenschutzes ist das natürlich hier in Deutschland sehr ambivalent aufgenommen. Die Idee als solches ist ja richtig, auch den Datenschutz als Herzstück des digitalen Binnenmarkts auch zu sehen. Nur ich glaube nicht, dass wir, und ich kritisiere das auch zu einem großen Teil, was wir da gemacht haben. Ich kritisiere nicht die Idee als solche, aber die Ausführungen, die wir gemacht haben, hier in Deutschland, wo wir eigentlich immer dachten, Deutschland müsste sich oder dürfte sich am wenigsten darüber aufregen, weil wir das hier dem Bundesdatenschutzgesetz angenähert hatten, war nun diese Gefahr über Abmahnungen, die Missinterpretationen durch unterschiedliche Stellen führte zu einer Situation, wo keiner mehr wusste, wo er eigentlich dran ist. Und hinzu kommt dann noch eine gewisse Bürokratie da, wo sie nicht sein müsste, nämlich bei Ehrenamtlern oder bei wirklich ganz kleinen Handwerkern. Das war unglücklich, muss man schlichtweg sagen, aber gleichwohl ist die Idee dahinter nicht falsch. Dennoch, meine ich, müssen wir auch hier einen noch zeitgemäßeren Datenschutz finden, weil die Bedeutung der Daten seit der 80er Jahre sich nun völlig verändert hat. Und deshalb müssen wir da, glaube ich, eigentlich mehr Aufmerksamkeit noch drauf schenken. Sie waren in beiden Fällen, also bei den Fluggastdaten und bei der Datenschutzverordnung, glaube ich, auch Berichterstatter im Parlament in den entsprechenden Ausschüssen. Sie sind auch Berichterstatter für die Richtlinie im Urheberrecht. Ja. Im digitalen Binnenmarkt ist ein heiß umstrittenes Thema. Wir werden am 23. März zum Thema Uploadfilter, Paragraph 13, eine Großdemonstration erleben. Ja. Es gibt Kritiker, die sagen, dass sie noch nicht in der medialen Neuzeit angekommen sind. Erläutern Sie uns doch nochmal Ihren Standpunkt, warum Sie für diese Richtlinie eingetreten sind. Ja.
mag jetzt ein bisschen dauern. Wir haben eine Situation gehabt, wo wir 18 Jahre lang die Plattformen, was man auch immer vor 18 Jahren darunter verstand, sich haben entwickeln lassen. Es kam zu einer sogenannten E-Commerce-Richtlinie, wo denn da drin stand, die Plattformen haben keinerlei Verantwortung für das, was da auf der Plattform stattfindet. Und deshalb können sie sich so, also bieten einfach nur die Infrastruktur. Das hat zu einer Situation geführt in diesen 18 Jahren, wo wir nun massive urheberrechtliche Verletzungen erleben. Das war natürlich so nie beabsichtigt. Und wir versuchen jetzt einfach nur diese massiven urheberrechtlichen Verletzungen mehr in eine Balance zu bekommen, wo wir mehr und mehr auch den Plattformen eine Verantwortung auferlegen wollen. Aber mit der Maßgabe eigentlich mehr zu lizenzieren. Die Plattformen sollen im Grunde fairer vergüten, was das Prinzip eines Urheberrechts ist. Und das ist eigentlich das, ich sag mal ganz grob zusammengefasst, worum es hier geht, nämlich das geistige Eigentum, ein Eigentumsrecht, was wir auch im Artikel 14 Grundgesetz oder in Artikel 17 der Europäischen Grundrechtecharta verankert haben, was wir ausbalancieren müssen zu einer neuen Kommunikationsform und Art und Weise und wo wir eben sehen müssen, wie kriegt man das eigentlich noch durchgesetzt. Und hier scheiden sich nun die Geister, in welche Richtung man das macht. Wenn man sich das mal ohne emotionales Aufbegehren irgendwie mal genau anguckt, machen wir mit diesem Artikel 13 eigentlich nur oder geben das wieder, was eigentlich die derzeitige Rechtslage ist, sagen aber etwas genauer, was eine aktive Plattform ist und dass daraus eine Haftung folgt. Das ist das, was wir genau sagen, was sonst aber über die Rechtsfortbildung des Europäischen Gerichtshofs auch schon existiert. Es ist nicht so, dass wir da irgendwas Neues erfinden oder Neues machen. Wir sagen nur das in dieser Rechtsfortbildung, das einmal explizit. Im Grunde, was jetzt meines Erachtens entsteht, ist ein völliges Durcheinander von verschiedenen Dingen und Argumenten, die eigentlich aus meiner Sicht oft so nicht gerechtfertigt sind, die aber von der anderen Seite durchaus immer gerne wieder so gestreut werden. Wir haben zum Beispiel in dem Artikel 2.5 eine Definition dieser Plattform, die überhaupt erst dem Artikel 13 unterfallen. Deshalb fällt, ich würde mal sagen, 95% aller Plattformen fallen da schon per se erstmal raus. Und nur die Plattformen, die genau wissen, dass sie Eigentum anderer Leute vermarkten, damit Geld erzielen und das zur öffentlichen Wiedergabe aufbereiten, nur diese Plattformen sind eigentlich dort gemeint. Und da vermischen sich jetzt verschiedene Argumente, dass man kleine Plattformen natürlich nicht so behandeln kann wie große und dass es überhaupt Plattformen gibt, wo man dann sagt, auf einmal ist nebenan.de oder Nachbarschaftsplattformen oder Datingplattformen sollen da auch irgendwie reinkommen. Nein, die sind explizit draußen. Wir haben eine ganze Reihe von Plattformen nochmal ausgenommen. Ob das jetzt die Online-Enzyklopädie ist, Handelsplattform, Datingplattform, all die bieten nicht urheberrechtliche Materialien oder haben auch nicht den Zweck, das anzubieten, sondern haben einen völlig anderen Zweck. Und wir wollen uns nur auf die konzentrieren, die wirklich bewusste urheberrechtliche Verletzungen auch vornehmen und damit Geld erzielen. Nur diese Plattformen sind am Ende gemeint. Und das, meine ich, ist schon eigentlich ein fairer Ausgleich zu dem Eigentum, die anderen schaffen, davon leben wollen und dann den Plattformen, die damit Geld erzielen, aber dann eben auch fair vergüten sollen. Und der eigentliche Zweck von Artikel 13 ist zum einen, das Urheberrecht sozusagen auch durchzusetzen in der digitalen Welt und zum anderen die Plattform dazu zu bringen, mehr zu lizenzieren. Es geht gar nicht um das Filtern. Es geht gar nicht um diese sogenannten Upload-Filter, die dort immer wieder erwähnt werden und wo man meint, das sei unser eigenes Interesse. Das will kein Mensch, aber wir wollen die Plattform dazu bewegen, mehr auch zu vergüten. Und fairer auch zu vergüten. Das, was im Moment vergütet wird, ist noch nicht mal annähernd das, was eigentlich der Wert dahinter wäre.
Jetzt sagen ja die Kritiker zum Beispiel, Parodien werden nicht mehr gestartet. Oder zum Beispiel Report K, wir stehen jetzt hier gerade auch, wir nutzen ja auch eine der großen Plattformen, wo wir unseren Videocontent sozusagen in unseren Kanal spielen, journalistische Inhalte, natürlich auch urheberrechtlich geschützt, vollkommen richtig. Letzten Endes, aber die Frage ist, was passiert, wenn diese Plattform, wir haben das ja schon beim Leistungsschutzrecht national erlebt, Google News hat uns dann alle einen Brief geschrieben, uns Verlegern, und gesagt, wollt ihr weiter dabei bleiben, dann unterschreibt uns sozusagen, ich nenne das jetzt mal ein bisschen populistisch, Blankoscheck, haben wir alle gemacht, sind fröhlich weiter bei Google News sozusagen. Und diese Plattform würde plötzlich zum Beispiel sagen, auch weißt du was, politische Inhalte, womöglich müsste ich ja prüfen, ob die urheberrechtlich geschützt sind, und dann würde so ein Interview, wie wir das jetzt führen, gar nicht mehr hochgeladen. Das ist ja auch eine der Befürchtungen gerade, weil wir eben ein kleines Medienunternehmen sozusagen und auch vielleicht nicht die entsprechende Marktmacht oder auch gar nicht gesehen werden von Google in dem Fall. Ist das schon alles so austariert? Also haben die Kritiker da nicht vielleicht doch ein bisschen Recht auch an der einen oder anderen Stelle? Reden wir jetzt über Artikel 11 oder Artikel 13? Also, ja, ich weiß, das ist schwierig. Ja. Also bezüglich Artikel 13, natürlich wird man bei einer Plattform entsprechend, die in der Minute 400 Stunden Videomaterial hochlädt, wird man irgendwelche Erkennungssoftware nutzen müssen. Was dort immer gerne missverstanden wird, dass natürlich jeder Upload irgendwie anscheinend dann da betrachtet wird. Nein, das ist nicht so. Wir wollen auf der Grundlage der Informationen der Rechteinhaber, nämlich dass die diese Metadaten oder den digitalen Fingerprint an die Content-ID sozusagen andockt, und dann wird nur das erkannt, was auch damit übereinstimmt. Alles andere interessiert da gar nicht. Also von daher ist es schwierig, aber ich habe eben auch so ein bisschen das Gefühl, dass, ich sag mal, rechtliche Risiko, das Betreiben einer Plattform mit einem Businessmodell, wo man alle einlädt, alles hochzuladen, was man will, ohne mehr zu unterscheiden, ob das urheberrechtlich relevant oder nicht relevant ist, muss auch eine Verantwortung der Plattformen herbeiführen, wie das bei jedem anderen Betrieb auch ist. Auch die müssen die rechtlichen Vorgaben entsprechend erfüllen. Und hier gilt dann eben auch die Situation, dass wenn ich eine Plattform dieser Art betreibe, dass ich dann natürlich auch die rechtlichen Vorgaben entsprechend berücksichtigen muss. Und das heißt, keine Verletzung von urheberrechtlich geschützten Werken. Und dem nun zu entgehen, haben wir diese Lizenzmöglichkeit geschaffen. YouTube könnte, wenn man jetzt mal unter die Memes oder sich an die Memes heranbegibt, könnte ja sagen, auch jeder Film, der bis zu 10 Sekunden irgendwie dauert, hat für mich die Vermutung, dass es eine rechtmäßige Ausnahme der Urheberrechte auch darstellt, der Schranken darstellt. Und könnte dann eben dieses Risiko ja gehen und sagen, alles, ich lasse alles durch und dann sehen wir mal weiter, was dann passiert. Rein rechtlich ist das völlig einfach gelöst. Wir, also eigentlich hat das Meme an sich überhaupt gar nichts mit Artikel 13 zu tun, weil Artikel 13 sich gar nicht darum kümmert. Die Zulässigkeit des Memes richtet sich nach dem Artikel 5 sozusagen der sogenannten InfoSoc Directive, also einer Urheberrechtsrichtlinie, die in den Mitgliedstaaten entsprechend umgesetzt ist, die diese Ausnahmen vorsieht. Danach richtet sich die Rechtmäßigkeit, und wenn es danach rechtmäßig ist, dann muss die Plattform das auch entsprechend durchlassen. Jetzt entsteht nur dieses praktische Problem, erkennt man das oder erkennt man das nicht? Aber da muss man den Betreiber eben entsprechend dann auch fordern und sagen, ja, wir wollen das als Gesetzgeber, dass du diese Ausnahmen durchlässt und dass du auf der anderen Seite auch erkennst, irgendwo, was du lizenziert hast und durchgehen lässt oder was du nicht lizenzieren konntest und deshalb unten bleiben muss. Und das ist die große praktische Herausforderung, die meines Erachtens bewältigbar ist, wenn man denn eben auch als YouTube sich dahinstellt und sagt, ja, ich übernehme diese Verantwortung und werde dann auch dieses Risiko entsprechend eingehen. Und ich sag mal, bei 10 Sekunden Film ist es nun wirklich nicht sehr schwierig, großartige Haftungssummen dort sich zu überlegen oder das Risiko wird relativ gering sein. Also da könnte man durchaus Abhilfe schaffen, ohne dass man diese ominösen Filter irgendwie da einsetzt. Also da bin ich sozusagen etwas
entspannter in der Hinsicht, was hier natürlich jetzt passiert, dass man mit diesem Modewort Upload-Filter alle aufpusht, die ganzen YouTuber in Bewegung bringt, dass die ihren Leuten sagen, uns gibt's hier bald nicht mehr, und das halte ich für extrem unseriös. Deren Geschäftsmodell ist schlichtweg viel Kohle zu machen und nichts abgeben zu wollen. Und das ist das, was wir eigentlich nicht dulden dürften und was wir als Gesellschaft nicht dulden sollten. Und wir kriegen nur, ich sag jetzt mal, weil dieses Wort Upload-Filter überall existiert und keiner mehr richtig zuhört oder sich über die Rechtssystematik Gedanken macht, kriegt man das auch nicht mehr kommuniziert vernünftig. Hinsichtlich Artikel 11. Es ist bei Artikel 11, oder auch da möchte ich gerne kurz ausholen, wie die Situation, an sich sich so darstellt. Wir haben aus dem Jahr 2017 einen Bericht der nordrhein-westfälischen Landesregierung, wo die Medienlandschaft betrachtet wird. Etwas Ähnliches hat die Analyse der Kommission auch ergeben, als sie die Urheberrechtsreform angestoßen hat. Eine Landschaft, die sich zunehmend verkleinert, wo man zunehmend in eine Abhängigkeit einer großen Suchmaschine gerät und wo der Pluralismus insbesondere auf der kommunalen Ebene extrem stark zurückgeht. Jetzt mag man sagen, das ist noch nicht existenzbedrohend, aber es ist besorgniserregend. Na, wenn man die Nachrichten hört hier über den Verkauf des Traditions- oder den möglichen Verkauf des Traditionshauses Dumont, 170 Jahre Zeitungs- oder mehr, 200 Jahre Zeitungsgeschichte. Also ich glaube, 2019 wird auch ein Schicksalsjahr von Medien werden in Deutschland, sagt nicht nur Andi Goral von Report K, sondern auch Herr Döpfner unter anderem heute wieder in der Pressekonferenz. Ja, und das muss man sich einfach nur vor Augen führen, dass man das Gefühl hat, hier stimmt was nicht. Was passiert? Die ganze Werbung verlagert sich ins Internet und zu 85% teilt sich da der Markt zwischen Facebook und Google entsprechend auf. Und die Pressehäuser können daraus keine Einnahmen mehr generieren. Wenn man jetzt noch seine Presseerzeugnisse online anbietet, aber alle gar nicht mehr auf die Webseite der Verlagshäuser gehen, dann ist das Geschäft erneut wieder bei den großen Tech-Giganten. Und auch da eigentlich produziert man oder erzeugt man ein Produkt, was andere nutzen, um sich die Taschen voll zu machen, und derjenige, der da eigentlich das wirtschaftliche und strukturelle Risiko hat, geht leer aus. Auch das ist eine Situation, die wir auch aus ganz demokratischen Grundlagenerwägungen heraus so nicht laufen lassen dürfen. Wir brauchen auch eine von der Suchmaschine unabhängige Presse und müssen ihnen sozusagen versuchen, eine Augenhöhe zu geben, wo sie besser mit den großen Plattformen auch verhandeln können. Das ist der Versuch mit Artikel 11. Jetzt kann man natürlich, wird ja immer eingewandt, das passte jetzt aber in Deutschland und Spanien, hat das nicht so gut funktioniert. Ja, weil man höchstwahrscheinlich die Lücken für Ausnahmen zu groß gelassen hat und weil man möglicherweise auch nicht sehr weise mit diesem Recht umgegangen ist. Ich habe schon das Gefühl, dass die europäische Presse, wenn sie weise dieses Recht nachher nutzt, sofern wir es denn auch kriegen, wenn sie das weise nutzen als eine Mannschaft gegenüber der Plattform oder den Plattformen sich auch aufstellen muss. Sofern man da anfängt, Einzelne rausbrechen zu lassen, wird es äußerst kompliziert. Und ich würde schon sagen, dass wir keine oder dass man Europa am Ende nicht abspeisen wird mit China Daily oder Russia Today, mit Propagandablättern oder wie auch immer, sondern dass man dann für ein Europa schon auch qualitativen Journalismus haben möchte, der sich anhand der vielleicht alteingesessenen oder wie auch immer Verlagen dann auch konzentriert. Das alles sozusagen als Bild sehend, kann ein Gesetzgeber in einer demokratischen Struktur nicht ohne weiteres das laufen lassen. Es muss also was getan werden. Ob das Leistungsschutzrecht mag vielleicht gar nicht mal schon das beste Mittel sein. Vielleicht braucht man in der Tat eine Verpflichtung zur Abgabe
Abgabe, wenn man denn einen Artikel nutzt. Aber im Moment scheint uns dieses extremere Mittel noch nicht irgendwie angebracht, sodass wir sagen können, wir müssen das jetzt mal mit dem Leistungsschutzrecht probieren. Wir gucken uns das an, wie sich das weiterentwickelt und müssten dann zur Not wieder korrigierend eingreifen, wenn sich das Verhältnis nicht verbessert. Und das ist eigentlich der, ich sag mal, gröbere oder große Anlass, warum wir uns überhaupt mit den Presseverlagen dort entsprechend beschäftigen. Wer soll uns denn sonst, ich sag mal, die Nachrichten aus Kriegsgebieten, aus anderen Gebieten dieser Welt bringen, wenn nicht diese Verlage, die Journalisten bezahlen vor Ort, und wenn man das dann nur noch kostenlos irgendwie abgibt, dann wird man bei diesem Geschäftsmodell schnell zu Ende sein. Deshalb brauchen wir einen Weg, wo auch der Leser am Ende auf die Seiten der Presseverlage geht, damit es eine Chance gibt, auch hier Attraktivität zu erzeugen auf diesen Seiten und Werbeeinnahmen vielleicht auch entsprechend erzielt werden können. Das ist jetzt der Versuch, den wir mit Artikel 11 starten. Wir haben die Journalistenbeteiligung dort eingebracht. Wir haben die Privatnutzung sozusagen außerhalb dieses Rechts gelassen, also dass der Private das weiterhin gut nutzen kann. Wir haben auch das Verlinken entsprechend aus diesem Recht ausgenommen. Aber wir haben auch jetzt mittlerweile durch den Kompromiss mit dem Rat eine Situation, wo wir sagen, auch individuelle Wörter oder kleinste Textausschnitte können auch hier entsprechend verwendet werden. Und da muss man eben jetzt wieder sehr vorsichtig sein, weil diese kleinsten Textausschnitte vielleicht technologisch schon so schön zusammengefasst werden können, dass es wieder keinen Anreiz gibt, auf die Webseite der Presseverlage zu gehen. Deshalb ist das der Versuch, den Presseverlagen auf diese Art und Weise zu helfen. Aber ich sage auch immer dazu, sie müssen es weise nutzen. Jetzt regeln wir das ja rechtlich sozusagen. Wir bilden ein politisches Rahmenwerk. Aber hätte Europa, wenn man gerade über Europa spricht und auch über die EU spricht, hätte Europa nicht vielleicht auch mal eigene Plattformen initiieren können, so wie YouTube oder Facebook? Wäre das nicht die Digitalisierungsstrategie gewesen, die Europa gemeinsam gebraucht hätte? Also eigentlich wieder ein Argument für mehr Europa an so einer Stelle und einer also über die Nationalstaaten herausgreifenden Initiative? Ja, gebe ich Ihnen völlig recht. Es wäre eigentlich schöner, man hätte diese europäischen Plattformen. Nur die Eigenart im Moment ist es ja, wenn einer mit einer Idee rauskommt, dann hat das ja gleich was Monopolartiges und jeder findet das gut, gewöhnt sich dran und bleibt dann da. Deshalb ist oftmals eine Alternative nicht mehr so erfolgreich. Auf der anderen Seite müssen wir auch immer sehen, und deshalb ist das, was ich mit dem Datenschutz kritisiere und die Bedeutung der Daten eben anders ist, um es ganz allgemein auszudrücken, je mehr Datenschutz Sie verankern, umso weniger Potenzial haben Sie, sich innovativ aufstellen zu können. Wir werden das höchstwahrscheinlich jetzt bei den Krankheitsdaten entsprechend sehen. Die haben wir in der Datenschutzgrundverordnung nochmal wieder extra geschützt. Ja, es sind auch sensible Daten und aus der Idee des Datenschutzes heraus ist das auch irgendwie gerechtfertigt. Aber aus der Idee, sich weiter zu entwickeln, Erkenntnisse über Krebs oder Demenz oder wie man das verhindert und diese ganzen Dinge, braucht man eben viele Daten und das muss man eigentlich wieder eröffnen können. Deshalb glaube ich, haben wir da nicht den richtigen Weg gewählt. Und da muss man eben sagen, wenn wir hier nur datenschutzfanatisch sind, dann werden wir nicht innovativ sozusagen aus der Deckung kommen können. Deshalb brauchen wir da auch diese Lockerungen. Ich hatte das nur damals entsprechend auch vorgeschlagen, mehrfach. Ich hatte nur keine Mehrheiten. Dann seit 2014, seit der Wahl. Und deshalb gab es nur eine einseitige Ausrichtung dieses Datenschutzrechts. Wir haben das jetzt, wir müssen damit irgendwie zurechtkommen, aber es gibt durchaus auch Möglichkeiten zu sagen, wir müssen uns in bestimmten Dingen öffnen, damit wir die Innovation nicht verpassen und nicht überall hinterherhinken, was mit Daten zu tun hat. Künstliche Intelligenz, Robotik, all das hat mit massenhaften Daten und Datenlernen und wie auch immer zu tun. Und wenn wir das nicht ermöglichen, dann sind wir draußen. Und deshalb, wenn wir diesen Zug des Fortschritts verpassen,
hier, ich glaube nicht, dass es da eine zweite Chance gibt. Und da sind wir wieder dann bei dem europäischen Modell. Man könnte das vielleicht machen, aber werden wir dann auch so gut, wie eben die anderen schon sind, weil es ja schon das Leben vereinfacht und Möglichkeiten gibt, ob man jetzt zu Hause seine Heizung anmacht oder kontrolliert, das Licht, Rollladen hoch, runter. Das sind ja alles tolle Errungenschaften, Bequemlichkeiten, die man dort schafft, Effizienzsteigerungen, aber geht immer auch einher natürlich mit Verhalten, Wissen über die Daten, ob man zu Hause oder nicht zu Hause ist, etc. Also das müssen wir irgendwie eigentlich besser balancieren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber deshalb zurückkommen zu der Ausgangsfrage, wäre es nicht schöner, wenn wir auch europäische Plattformen dieser Art hätten? Ja, wäre es. Wenn Google News jetzt meint, sie wollen Europa verlassen, dann ist die Chance da, hier zumindest für Europa eine solche Plattform aufzubauen. Ich würde mich eigentlich beinahe drüber freuen, wenn Google sich verabschiedet dann aus diesem Segment, weil dann die Verlage gefordert sind, hier ein eigenes System auch aufzubauen. Oder ich würde das so empfehlen, sage ich mal so. Wunderbar. Kommen wir mal zurück zur Europawahl. 26. Mai, EVP. Manfred Weber, Spitzenkandidat, hat auch Chancen, durchaus europäischer Kommissar zu werden. Kommissionspräsident, so muss es sein. Entschuldigung, europäischer Kommissar gibt es viele. Herr Oettinger ist auch einer zum Beispiel aus Ihrer Fraktion. Wenn man mal so drei wichtige Ziele, die Sie sich als CDU und EVP setzen für die nächste Legislaturperiode, mal anspricht, welche wären das? Das ist sehr schwierig bei dieser komplexen Situation, sich da nun drei rauszugucken. Aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, um auch diese Ausgangsfrage, wollen wir als Europäer noch eine Bedeutung haben in der Welt, ist, glaube ich, dringend notwendig, dass wir die Außenpolitik eigentlich europäisieren. Zurzeit ist natürlich die Frage der Migration immer wieder spaltend, insbesondere auch in der Gesellschaft und dann eben auch politisch, was die sehr nationalistisch-populistischen Parteien betrifft. Auch da, glaube ich, wäre es ein gutes Zeichen, wenn wir sagen würden, wir machen einen europäischen Außengrenzschutz. Für mich persönlich, aus eigener Überzeugung, würde ich sagen, wir müssen mehr für die Sicherheit tun, in jedem Fall. Und ich glaube, auch die Frage der Energiegewinnung, die zu europäisieren, wäre auch ein Rieseneffizienzgewinn für die Europäische Union. Die EVP diskutiert gerade auch über Fidesz, also Ungarn, über Viktor Orban. Haben Sie dazu eine persönliche Haltung oder welche Haltung hat die EVP dazu? Also ich bitte das jetzt nicht zu dramatisch zu sehen, aber ich muss eben sagen, rein politisch habe ich mich schon in den letzten 10 Jahren radikalisiert, weil wir sehen, wir kommen nicht mehr von der Stelle und jeder, der dort ausschert, ist eigentlich nur ein Klotz am Bein, sodass ich persönlich mittlerweile sagen würde, wenn die nicht unseren Weg mitgehen wollen, dann sollen sie eben ihren eigenen Weg gehen. Das wird man so höchstwahrscheinlich europäisch-diplomatisch nicht ohne weiteres so umsetzen können. Aber ich glaube gleichwohl, ist es mittlerweile an der Zeit, auch hier nochmal deutlicher zu machen, dass der Weg, den Viktor Orban dort in dieser antieuropäischen Haltung begeht, dass wir den nicht gehen wollen. Man kann durchaus kritisieren an einzelnen Stellen, ob das Beschlüsse, Personen, Strukturen sind, das kann man alles machen. Aber hier wird eigentlich dieses Band zur Europäischen Union mehr oder weniger durchtrennt, ausgehend von einer Frage, die man eigentlich auch europäisch lösen muss. Aber man muss eben auch den Willen haben, das zu lösen. Ein anderes Land wie Polen zum Beispiel, wo wir das Gefühl haben, hier werden rechtsstaatlich Grundsätze eigentlich verlassen. Auch da würde ich sagen, wenn die das einschlagen wollen, sollen sie es tun, aber dann ohne uns. Auch das wird man höchstwahrscheinlich in der großen europäischen Politik nicht so extrem umsetzen. Aber man muss ihn, glaube ich, schon sehr deutlich machen, das ist nicht unser Weg. Wir sind gegründet auf Werten, wir leben diese Werte zusammen und die müssen auch eingehalten werden. Da gibt es mal rechts und links vielleicht irgendwelche Dehnungen, was man durchaus ertragen kann. Aber wenn es darüber hinausgeht, muss man eben sagen, nein, das ist nicht unser Weg. Deshalb glaube ich schon, dass wir
Und das spitzt sich auch im Moment immer mehr zu. Wenn Viktor Orban diesen Weg weitergeht, wird es, glaube ich, kein Halten in der EVP mehr geben. Es gibt mittlerweile von 12 Parteien innerhalb der EVP schon den Antrag, die Fidesz-Partei entsprechend auch aus der EVP zu entlassen. Man muss jetzt mal entsprechend damit umgehen. Höchstwahrscheinlich wird man aus Gesichtswahrungsgründen, wird Herr Orban nicht jetzt ohne weiteres auf die EVP-Linie einschwenken wollen, aber dann muss man auch irgendwann die Konsequenzen ziehen. Wir haben es lange genug probiert, das muss man sagen, über Jahre hinweg. Ich fände es persönlich sehr schade, die ungarischen Kolleginnen und Kollegen, mit denen arbeiten wir wunderbar zusammen und da ist auch diese Haltung, die der Herr Orban einnimmt, überhaupt nicht zu spüren. Gleichwohl lässt sich das Ganze so nicht zusammenhalten und zusammenführen und deshalb müssen wir da, glaube ich, dann schon einen konsequenten Weg gehen. Junge Europäer, wir haben am 26. Mai Wahl. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, da sind sich alle Politiker zumindest, mit denen wir auch schon gesprochen haben, immer einig. Wir brauchen eine hohe Wahlbeteiligung für Europa. Richtig. Nicht eine kleine oder minimale Wahlbeteiligung. Wenn man so an den Brexit zurückdenkt, dann gab es viele, gerade junge Briten auch, die gesagt haben, auch wäre ich doch mal abstimmen gegangen beim Referendum letzten Endes. Junge Europäer, die man heute erlebt, die erleben Europa ganz toll. Die machen Erasmus Plus oder kriegen auch noch ein Interrail-Ticket umsonst von Europa. Ja. Und das ist alles irgendwie so selbstverständlich, wenn man heute nach Brüssel reisen will, dann fährt man eben, hat man einen Pass vergessen, auch egal. So müssen wir gerade den jungen Europäern da nochmal eine besondere Botschaft mitgeben, dass das eben nicht alles so selbstverständlich ist? Also ich glaube mittlerweile leider ja. Die Selbstverständlichkeit ist ja einerseits schön, dass die das leben und ich sag mal, aus unserer Generation war es ja noch nicht mal so, wie wir es heute haben. Aber man muss es ihnen dennoch nochmal deutlich machen, dass das hart erarbeitet worden ist, über Jahrzehnte hinweg sich so entwickelt hat und dass man das auch wertschätzen soll. Diese Wertschätzung fehlt, glaube ich, so ein bisschen. Es gab vor 2 Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber eine Umfrage bei Jugendlichen, wo ein Drittel dieser Jugendlichen damals gesagt hatte, sie müssten eigentlich nicht in einer Demokratie leben. Das ist ein Warnzeichen. Auch hier die Wertschätzung einer demokratischen Regierungsstruktur oder Form, dass man eigentlich viel, viel mehr noch darauf eingehen müsste, was eigentlich damit verbunden ist, welche Freiheiten man damit hat. Und wenn man von außen auf Europa oder auch auf Deutschland guckt, was für paradiesische Zustände wir dort haben, das muss man aber, glaube ich, selber erst erfahren, um zu wissen, wie schön man es eigentlich hat. Und daran hapert es, glaube ich, an dieser Erfahrung in gewisser Weise. Nur die Erzählungen von alten Leuten, wie es früher mal gewesen ist, wird sie auch nicht immer beruhigen. Ich glaube, der Wert des Friedens ist jedem schon irgendwie bewusst. Aber wie nah wir vielleicht zum Auseinanderbrechen sind und so, das ist, glaube ich, nicht jedem bewusst. Weil auch hier die Jugend oder die Jüngeren denken, das geht immer so weiter und man wird das schon nicht verändern. Aber wir haben, Sie hatten es gerade eben auch angesprochen, mit dem Brexit gesehen, man wacht auf einmal in einer anderen Welt auf. Und das ist das, was wir versuchen müssen zu vermitteln. Nur, wie kommt man an die jungen Leute heran? Mit Artikel 13 schafft man das anscheinend, aber das ist natürlich nicht das richtige Element, um zu sagen, wir müssen Europa erhalten, sondern da müssen wir, glaube ich, nochmal wirklich deutlich machen, was eigentlich passiert, wenn wir das alles nicht hätten. Da weiß ich nicht so richtig, wie kommen wir an die ran. Es muss von der anderen Seite ein Interesse da sein, sonst, Sie haben aus dem Binnengefühl heraus, dass sie eigentlich alles machen. Sie geben Interviews, man macht Pressemitteilungen, man ist bei Veranstaltungen, man hat Besuchergruppen, man twittert, man ist in Facebook und vielleicht auch noch in Instagram und wie auch immer. All das versuchen wir zu machen, aber wenn das Interesse von der anderen Seite nicht da ist, kriegt man eben dennoch nur wenig mit. Und wir brauchen auch das Interesse für Politik. Auch hier wieder Artikel 13, natürlich sehr schön, dass das den einen oder anderen belebt, mal darüber nachzudenken. Auf der anderen Seite eben nur sehr schade, weil ich eben finde, man nimmt mich nicht das ganze Spektrum als solches wahr, sondern sieht immer nur die Angst, die einem da vermittelt wird, dass sich das Internet auf einmal auflöst.
Deshalb wäre es da eigentlich schön, wo man auch sagen muss, erzeugt Interesse für Politik, weil das der Pfeiler der Demokratie ist. Und das ist natürlich schwierig, auch da muss das Interesse da sein. Letztlich, Ihre Ausgangsfrage ist eigentlich die 1-Million-Euro-Frage. Wie schaffen wir es, mehr Begeisterung für Europa hinzubekommen? Und das, glaube ich, ist sehr stark daran angelehnt, Erfahrungen zu erzeugen. Deshalb wollen wir über Erasmus Plus und andere Programme eben schon sehen, wie ist es denn im Ausland? Wie verhält man sich denn da? Gibt es unterschiedliche Lebensweisen, Ideen, vielleicht auch Lebensziele, die sich dadurch öffnen können? Und das noch verstärkter zu machen, würde, glaube ich, ein gutes Fundament bieten. Aber wir schaffen es natürlich nicht bei allen auf einmal, sondern das muss nach und nach gehen. Und die Schwierigkeit ist eben auch, wie schaffen wir als Europaabgeordnete die Nähe noch mehr hinzubekommen bei dem Programm, wie ich das vorhin geschildert hatte. Wir bemühen uns darum und es gelingt uns zu einem gewissen Teil. Aber dadurch, dass natürlich nationale Politiker viel bekannter sind, wäre eigentlich deren Aufgabe hier auch noch das mit zu übernehmen, um zu sagen, ohne Europa sind wir nichts. Mehr über Europa reden wäre ja auch schon mal eine Sache, genau. Zum Beispiel auch klar zu machen, was an Gesetzgebung aus Europa kommt, was noch national umgesetzt wird, wäre ja auch schon vielleicht meine Maßgabe. Axel Voss, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, auch für die durchaus langen und sehr differenzierten Ausführungen zu den Upload-Filtern, das Reizwort der aktuellen Tage. Aber ohne das, glaube ich, kann man auch Axel Voss als Europapolitiker im Moment nicht vorstellen. Nein. Danke auch für Ihren Einblick in so einen Tag, den Sie haben als Politiker. Und wir hoffen auf Ihren Appell, 26. Mai, viele Wählerinnen und Wähler gehen an die Urne und wählen das Europaparlament, weil das letzten Endes auch die Demokratie, eine hohe Wahlbeteiligung stärkt, die Demokratie, das muss man ganz klar so sagen. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Gerne.